Moin, 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 meine Freunde. Herzlich willkommen. Jetzt ist der Rollo auch mal wieder am Start, hör mal. Ich war ja im Urlaub im schönen Westerwald. Da ist halt die Katastrophe dadurch, dass ich im Tal war, dass ich da meine IRL-Streams nicht machen konnte, so wie ich das eigentlich vorhatte. Denn wollte ich auf der Rückfahrt IRL-Stream machen. Verbindung auch immer abgekackt. Leck mich am Arsch. Das ist Deutschland. Weißt du, in anderen Ländern, da hast du auf dem Mittelmeer, hast du da schön 5G und hier kackt das voll ab. Ja. Der Grund, warum im Titel steht Camp for Kids, wie ihr ja schon gesehen habt, gibt es eine kleine Information, was wir vorhaben. Papa Oleg und ich, wir planen ein 24-Stunden-Stream. Ist gerade noch in der Planung mit Location und wie wir das machen mit dem Internet. Da haben wir so einige Sachen in Aussicht, auch schon ein paar Anfragen getätigt im Hintergrund. Müssen wir aber nochmal gucken, wie wir das alles gemanagt kriegen. Dadurch, dass wir das natürlich für einen guten Zweck machen wollen, versuchen wir natürlich jetzt durch gewisse Sachen, da wo ich halt meine Verträge habe, Handy und dies und jenes, oder Papa Oleg, versuchen wir natürlich über diesen Anbieter auch zumindest für diesen 24-Stunden-Stream ein unbegrenztes Datenvolumen zu bekommen. Ist aber nicht so einfach. Also müssen wir gucken. Wir sind ja nun keine großen Streamer, sondern eher nur kleine, wie wir das so hinbekommen. Ja, müssen wir gucken. Auf jeden Fall haben wir da so ein paar Sachen in der Hand. Wir tendieren natürlich zur ersten Location, die wir haben. Ist halt schwierig mit dem Internet. Müssen wir gucken. Aber das wäre so ein richtig geiler Spot. Und was dann so einigermaßen in den Sachen passiert, also im 24-Stunden-Stream, wir sind für euch da. Schnacken mit unserem Chat. Werden verschiedene Spiele machen mit Bestrafungen. Soweit steht schon fest. Da gehe ich noch nicht so direkt aufs Detail ein. Das werden wir dann noch bekannt geben, je nachdem. Wie gesagt, wir sind halt in der Planung. Im Kopf ist ganz viel. Aber das muss auch umgesetzt werden. Ja. Wir haben jetzt schon bei PayPal einen Spendenlink eröffnet. Dafür kann man dann halt Ausrufezeichen Spenden machen. Und dann ist das halt Camp for Kids. Ne? Das ist ein Kinderhospiz in Kiel, wo sterbende Kinder liegen. Und dieses Hospiz besteht hauptsächlich aus Spenden. Wir sind öfters beim Xmas Ride in Kiel dabei. Wer hier aus Schleswig-Holstein kommt, der kennt das. Das ist eine ganz große Sache. Da sammeln wir auch schon immer Spenden. Ist aber ein anderer Veranstalter. Also der macht das, der organisiert das und so. Und dann spenden wir da halt auch immer und fahren auch mit. Da bist du halt verkleidet im Dezember als Weihnachtsmann und machst die ganze Kieler Innenstadt unsicher sozusagen. Letztes Jahr waren da, glaube ich, 500, 600 Motorräder unterwegs. Da kommt auch immer eine gute Sache zusammen. Ja, das finden wir auch gut für das Kinderhospiz. Deswegen werden wir das auch für uns, oder haben wir das für uns auch entschieden, dass wir das ans Kinderhospiz machen. Design muss noch erstellt werden und. Aber eine Sache haben wir auf jeden Fall schon mal erstellen können, da wir ja jetzt wissen, wie wir das nennen wollen.
Könnt ihr mal gucken. So sieht das um und bei aus. Die ist auch schon leer. Das sieht jetzt so aus. Damit haben wir halt für PayPal auch das Bild genommen. Ja. Weitere Informationen kommt natürlich. Auf jeden Fall werden wir das im August machen. So steht's fest. Damit ihr dann auch Bescheid wisst. Deswegen ist es halt doof. Man kann nur so einen Spendenstream 30 Tage laufen lassen. Und das, wir wollen natürlich den Spendenstream, also die Spenden auch im Livestream haben wollen. Also wollen wir haben gerne. Bla, blub. Ja, schönes Deutsch. Ja. Also so viel dazu. Ihr könnt gerne gucken. Ich kann das ja nochmal sehen. Für Leute, die das vielleicht später noch angucken, dann werdet ihr das ja, glaube ich, dann sehen, weiß ich nicht. Spenden. So, da ist der Link. Falls ihr das im Nachhinein seht und ihr habt Lust, uns zu unterstützen und das Kinderhospiz in Kiel, dann könnt ihr auf den Link klicken. Ich werde da auch nochmal auf meiner Seite versuchen, einen Link reinzumachen. Sonst bei Instagram, bei TikTok, da kriegt man das auf jeden Fall auch raus. Na, wir versuchen überall Werbung zu machen, ob bei Papa Oleg oder bei mir. Soweit dazu. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Und nähere Informationen, ja, gibt's halt, ne? In den nächsten Tagen. Morgen setzen wir uns nochmal zusammen und planen nochmal ein bisschen. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus. Und wir wollen natürlich auch noch bei YouTube. Bei TikTok habe ich heute, glaube ich, schon was hochgeladen. Bei Instagram ist auch schon was in der Story. Ja. So auf jeden Fall der Plan. Dann. Ist leider nicht online, sonst hätte ich Papa Oleg jetzt nochmal hier im Discord angerufen. Dann hätte man noch schnacken können. Aber das ist auf jeden Fall soweit der Plan. Ja. Nähere Informationen findet halt noch statt. Ob bei mir jetzt auf dem Twitch-Kanal oder bei Papa Oleg. Denkt dran, Papa Oleg, das ist kein O, sondern eine 0. Und bei YouTube auf jeden Fall. Dann danke ich erstmal, dass ihr das gesehen habt oder euch noch anschauen werdet im Nachhinein. Nähere Informationen gibt es auf jeden Fall demnächst und dann werden wir auch zusammen hier sitzen oder bei Papa Oleg, mal gucken, je nachdem, wenn wir alles direkte bekannt geben. Dann sage ich auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Reingehauen und wieder geschaut.